Ein schwimmendes Kernkraftwerk. In Russland ist das seit Sonntag Realität. Die Akademik Lomonossow hat ihren Zielort vor der Stadt Pevek in der Region Tschukotka im äußersten Nordosten des Landes nach 5000 Kilometern durch Arktikgewässer erreicht. Die nach Angaben des Herstellers Rosatom weltweit erste Anlage dieser Art soll im Dezember ersten Strom für bis zu 100.000 Menschen liefern. Die Bauarbeiten hatten rund 10 Jahre gedauert. Die Betreiber sagen, die Anlage helfe, die Umwelt zu schützen, indem der Ausstoß der für die globale Erderwärmung verantwortlichen Treibhausgase reduziert werde. Umweltschutzgruppen wie Greenpeace hingegen haben ihre Sorge über potenzielle Sicherheitsprobleme zum Ausdruck gebracht. Sie nennen die Anlage nukleare Titanic.